Die Reihe im Atelier Liebermann widmet die Stiftung Brandenburger Tor, die Kulturstiftung der Berliner Sparkasse der Gegenwartskunst. Wir befinden uns hier an einem historischen Ort, an dem Ort, an dem sich einmal das Atelier Max Liebermanns befunden hat. Das Atelierhaus von Max Liebermann war einmal ein Zentrum der Gegenwartskunst in Berlin. Max Liebermann war einer der führenden Köpfe der antiakademischen Bewegung und er war Präsident der Berliner Sezession, später auch Präsident der Berliner Akademie. Hier in diesem Haus wurde immer Kunst produziert, seit Max Liebermann sein Ateliergebäude durchgesetzt hat in einem langen Prozess gegen den Kaiser. Und bis zu seinem Lebensende 1935 hat er hier gelebt und gearbeitet. In Rückbezug auf diesen Ort zeigt die Stiftung Brandenburger Tor regelmäßig Gegenwartskunst. Künstlerinnen und Künstler werden eingeladen, ihre Darstellung des Ateliers, ihres Ateliers, ihres Schaffensprozesses hier dem Publikum zu präsentieren. Uns interessieren hier ganz spezielle Fragestellungen. Die Frage, was macht ein Künstler, eine Künstlerin im Atelier? Wie sieht Atelierarbeit aus? Woher kommt die Inspiration? Wer beeinflusst vielleicht die Arbeit? Andere Künstlerinnen, andere Kunstbewegungen? Was kommt alles zusammen, damit Kunst so entsteht, wie sie dann später zu sehen ist? Die Stiftung Brandenburger Tor möchte den Künstlern hier eine Plattform bilden, den Menschen einen Einblick in diesen Prozess zu gewährleisten. Das heißt, die Ausstellungsreihe im Atelier Liebermann unterscheidet sich damit fundamental von gewöhnlichen Retrospektiven, in denen von außen der Blick auf den Künstler gelenkt wird. Die Künstlerinnen und Künstler haben sehr viel Freiheit, wie sie mit dem Thema umgehen und was sie präsentieren wollen. Regelmäßig wird diese Reihe von Editionen, die Künstlerinnen und Künstler uns gestalten, begleitet, aber auch von einem Künstlerbuch, das mehr als ein normaler Begleitkatalog zu einer Ausstellung ebenfalls die Möglichkeit bietet, Einblick in diese künstlerische Darstellung zu gewährleisten.